Herzlich willkommen zu diesem Video. Jetzt geht es darum, wie Sie mit GitLab Issues oder Tickets Ihr Team koordinieren können. Wir werden gucken, dass Sie jede Aufgabe, die zu erledigen ist, als Ticket formulieren und die Bearbeitung der Aufgabe durch ein oder mehrere Teammitglieder strukturiert abarbeiten, verfolgen können, sodass keine Aufgaben doppelt gemacht werden und dass auch keine Aufgaben liegen bleiben. So, nun starten wir damit, dass wir unser Team über Issues oder Tickets koordinieren. Dazu müssen wir natürlich jetzt einen Arbeitsvorrat haben. Also was ist denn zu tun? Ich habe jetzt für jede Woche von den 15 Wochen jeweils ein Aufgabenblatt formuliert, wo die To-Dos der jeweiligen Woche drinstehen, damit Sie so ein bisschen die Projektarbeiten über die Woche koordinieren können. Und da würden wir jetzt einfach mal durch das Aufgabenblatt durchgehen. Im Aufgabenblatt ist die erste Aufgabe, die Aufgabenliste zu erstellen. Also die arbeiten wir gerade ab. Die zweite Aufgabe wäre dann ein Taskboard zu machen. Die dritte dann Meilensteine anzulegen. Also das sind all die Sachen, die Sie brauchen. Und ich drehe jetzt für jedes dieser Themen ein Video. Also starten wir damit, dass wir die Aufgaben anlegen wollen. Das heißt, wir gehen in GitLab rein und ich klicke jetzt hier bei Issues auf New Issue. Und jetzt kann ich hier eine Aufgabe als Issue formulieren oder als Ticket formulieren. Ich nehme jetzt mal einfach einen Teil, den ich auswendig kann aus dem Aufgabenblatt, nämlich Meilensteine anlegen. Wir machen ja drei Scrum-Sprints im Laufe dieser 15 Wochen und für jeden Scrum-Sprint legen wir in GitLab Meilensteine an. Und das könnte so ein Teil der Aufgabe sein. Ist schnell erledigt, also kann man sich überlegen, ob sich da tatsächlich lohnt, ein Ticket zu machen, aber zum Üben schadet es jetzt nicht. Und wir können jetzt noch eine Beschreibung von der Aufgabe dazu tun. Ich kopiere jetzt einfach mal das aus meinem Aufgabenblatt heraus. Das heißt, habe ich hier so ein bisschen eine Beschreibung, was zu tun ist. Jetzt kann ich noch überlegen, ist das ein Issue oder ein Incident? Vielleicht fragen Sie sich, was ist da der Unterschied? Ein Issue ist etwas, was Sie in der Softwareentwicklung brauchen. Also eine Fehlermeldung, eine User Story oder ein Feature Request oder sowas. Das sind Issues oder ein Task, den Sie machen wollen, während Sie was entwickeln. Und ein Incident ist etwas, was im IT-Betrieb vorkommt. Also wenn mein Laptop kaputt geht, dann schreibe ich unserem Rechenzentrum ein Incident und dann müssen die sich zum Beispiel darum kümmern, dass ich einen neuen Laptop kriege. Oder die Produktivsoftware ist ausgefallen und dann schreiben Sie ein Incident mit der Bitte um Reparatur. Also das heißt, wir machen hier nur Issues und keine Incidents. Was man jetzt noch machen kann für Aufgaben, das stellen wir vielleicht gleich noch mal vor, um das so ein bisschen zu sicherzustellen, dass wirklich jeder Teil der Aufgabe erledigt ist, ist, man kann so To-Do-Listen machen. Das mache ich jetzt hier mal in GitLab gleich mit. Ich sage jetzt hier Add a Task List. Und jetzt zum Beispiel bei den Meilensteinen anlegen, kann ich jetzt einfach für jeden Meilenstein, der anzulegen ist, so eine Checkbox machen. Explo. Sprint. Dann lege ich jetzt noch zwei weitere Tasks an, nämlich Wachstumssprint und der letzte ist der Konsolidierungssprint. So, jetzt haben wir sozusagen ein paar To-Dos mit drin und ich kann dann, wenn ich das Ticket abarbeite, einfach so mit Haken, das ist ähnlich wie eine Checkliste, das abhaken. Das werden wir noch an vielen Stellen brauchen. Dann kann ich mir überlegen, wer soll das bearbeiten. Das kann ich jetzt schon festlegen oder lege das später, zum Beispiel in der Teamsitzung fest. Ich glaube, ich bin jetzt noch der einzige Projekt. Ah, nee, ich hab schon mein Team angelegt, also Felix Hummel oder den Martin Kutzig. Das heißt, das könnte ich jetzt einem von meinen Teammitgliedern zuordnen. Ich könnte das einem Epic zuordnen. Das brauchen Sie in GitLab dann, wenn Sie so ein Gruppenprojekt angelegt haben und dann sind die und Gruppenprojekte können Epics haben. Das sind so große Anforderungen, die dann zum Teil ein ganzes Teilprojekt erfordern. Das heißt, das ist hier für uns nicht relevant. Meilenstein habe ich noch nicht angelegt, das ist ja das Ticket erst, das müssen wir später machen. Und mit Labels kategorisieren Sie die Tickets ein bisschen. Auch das machen wir gleich noch in einem der nächsten Schritte. Weight ist eine Schätzung des Aufwandes von dem Ticket. Da kann man jetzt verschiedene Einheiten reinschreiben. Wir verwenden Story Points, weil das in Scrum-Projekten so üblich ist.
Und man kann auch ein Fertigstellungsdatum eintragen, falls das Ticket oder das Issue zu einem gewissen Datum festgelegt sein soll. Jetzt schicke ich das los. Und siehe da, jetzt habe ich sozusagen die erste Aufgabe in meinem Projekt angelegt. Und jetzt kann ich beispielsweise das gesamte Aufgabenblatt der ersten Woche in solche Tickets umschreiben. So, jetzt haben wir ein Ticket angelegt zum Meilensteine anlegen. Man sieht hier sehr schön, dass hier die Abhakliste da ist mit explorativer Sprint, Wachstumssprint und Konsolidierungssprint. Und beim Abarbeiten kann man das jetzt abhaken, wenn man Lust hat. Ich lasse das jetzt mal offen. So, ich habe jetzt in einer kleinen Aufnahmepause dann noch weitere Tickets angelegt. Die können wir uns jetzt mal als Liste anschauen. Das heißt, hier sehen Sie jetzt alle Aufgaben vom ersten Aufgabenblatt für die erste Woche. Da sind also Sachen drin, wie Sie sollen ein Teamfoto herstellen, Sie sollen Teamname und Teamlogo festlegen. Das ist hier zum Beispiel wichtig für die Teamidentität. Wir machen noch ein Projekthandbuch. Das ist im Wesentlichen, dass Sie Ihr Wiki vorstrukturieren. All das mache ich noch als extra Video. Aber Sie sehen jetzt eigentlich hier sehr schön, dass jetzt Sie eine komplette Übersicht haben über den Arbeitsvorrat, der in Ihrem Team drin ist. Was jetzt noch fehlt, ist eine Strukturierung dieser Tickets. Sie können sich vorstellen, dass in normalen Tickets bei unseren Projekten, und das sind sehr kleine Projekte mit 75 Personentagen Budget, selbst da gibt es zwischen 50 und 100 Tickets normalerweise. Wenn Sie jetzt hier nicht anfangen, noch mehr Strukturelemente reinzubauen, verlieren Sie sehr schnell die Übersicht. Das mache ich dann im nächsten Video, dass ich Ihnen zeige, wie man mit Labels mehr Struktur reinbringt und Tickets kategorisiert. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wir wollen ja eine Abarbeitungsreihenfolge festlegen. Sowas wie das Ticket ist in Arbeit genommen, das Ticket wird bearbeitet, es ist in Qualitätssicherung und fertiggestellt. Da wollen wir eine grafische Übersicht haben und die grafische Übersicht machen wir über ein Taskboard. Das sind also schon die beiden Inhalte der nächsten beiden Videos: Labels festlegen und Taskboard herstellen. Dann sehen wir uns hoffentlich gleich im nächsten Video wieder.